Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben uns heute mal mit der großartigen Hilfe von einem Abonnenten und aktiven Zuschauer von uns ein Videodreh ermöglicht. Und zwar ist diese Person, also der Abonnent, ein Lehrer und der wird uns mit in eine echte Unterrichtsstunde nehmen. Und Corona-bedingt wird das Ganze digital ablaufen mit einem echten Lehrer und einer echten Schulklasse. Wir kennen alle von denen noch nicht persönlich, abgesehen vom Lehrer. Und wir sind richtig gespannt darauf, was gleich... Penis! Welches Fach ist es nochmal? Deutsch. Wir sind im Deutschunterricht gleich. Wie warst du früher so in Deutsch? Scheiße. Also Deutsch war echt... Das darf doch nur ich sagen, das Wort. Ach so. Alisa mag das gar nicht. Schon wieder. Ich war in Deutsch leider auch nicht der Beste. Tut mir leid übrigens, dass die Kamera schief ist. Das wird gleich besser. Ich sehe es gerade nur. Tims Penis ist auch schief. Das hast du jetzt gesagt. Ich frag die Vika. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird und wie sich das Tourette-Syndrom natürlich auch im Online-Unterricht verhalten wird. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Video. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben das Intro vergessen. Das haben wir doch auch am Ende noch gesagt. Ach, das wisst ihr ja noch gar nicht. Am Ende. Genau. Also wir haben das Video vorhin aufgenommen. Wir haben nur das Intro vergessen. Daher jetzt das Intro und jetzt viel Spaß mit dem Video. Es sind einige lustige Dinge passiert und auch unerwartete Sachen, die wir selber nicht erwartet hätten. Das können wir ja jetzt eigentlich noch gar nicht wissen. Daher könnt ihr es auch noch nicht wissen. Ach ja, genau. Macht euch am besten selbst ein Bild davon. Viel Spaß. Ah. Huch. Das war das Mann. Oh mein Gott, Jan. Ja, die Scheiße ist kaputt. Können die uns hören? Ja, natürlich. Ach so. Oh, jetzt ist das schon wieder draußen. Jan, Alter, wir sind so unseriös. Sie sind jetzt ja neu in unsere Klasse dazugestoßen. Eigentlich war ja war das ja schon letzte Woche vorgesehen. Da war aber auch irgendwie, das hat nicht funktioniert. Da war alles voll. Ja, da hatte ich leider Migräne. Aber das hört sich an wie so richtig schlechte Ausreden, aber ich hatte wirklich Migräne. Das war der erste Migräneanfall, den ich live miterlebt habe. Und auch wenn es im Moment ja leider nur Online-Fernunterricht ist, fände ich es trotzdem ganz gut, wenn Sie Ihre Mitschüler mal kurz kennenlernen. Ja. Hallo, ich bin der Jan und ja, ich bin heute der Neue und ich freue mich sehr darauf, mal den Unterricht so kennenzulernen. Das ist bei mir schon 6 Jahre her, dass ich das letzte Mal in der Schule war. Obwohl, ich war zwischenzeitlich auch mal in einer Berufsschule, aber leider nicht lange. Okay, danke schön. Ja, also ich bin Tim. Ich bin der andere Neue für den Unterricht heute und ich war noch nie auf einer Berufsschule. Er ging früher zur Sonderschule. Deswegen bin ich gespannt, was mich jetzt erwartet. Er ging echt zur Sonderschule. Die haben da nur Leute angenommen, die Geld bezahlen. Okay. Vielen Dank. Gerne. Also schön, euch alle mal kennenzulernen. Danke, dass wir hier mal Teil des Online-Unterrichts sein dürfen für einen Tag, um mal herauszufinden, wie sich das Tourette-Syndrom und wie wir uns vor allem so im Online-Unterricht verhalten. Die Schulzeit ist da schon ein bisschen länger her mittlerweile, leider. Würdest du gerne nochmal zurück? Ach ja, warum nicht? Alle hier haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und machen jetzt staatlich geprüft. Die sind uns voraus. Vermutlich haben die sogar noch Abitur. Ich habe auch Abitur. Ja, dein Blondinen-Abitur. Ja, irgendwie offensichtlich hat die Schulleitung ein Auge zugedrückt, dass sie trotzdem teilnehmen können mit Blondinenabitur. Ey, was hat das denn heißt? Es geht nämlich um den Konjunktiv heute. Wo brauche ich als erstes mal jemand Freiwilligen, der anfangen würde, den Text vorzulesen, den ich Ihnen vorab ja schon zugesendet habe? Ist das dieser Text, der traurige Konjunktiv? Genau, der ist es. Jan und ich würden das gerne übernehmen. Steht sogar da auf dem Bildschirm drauf. Ach so, ich brauche ja gar nicht den Zettel quasi. Am Sonntag gehen Vater und Sohn regelmäßig in den Sprachzoo. Dort schauen sie sich vom Aussterben bedrohte grammatische Phänomene an. Am liebsten mögen sie den Konjunktiv. Weiter zum pH-Gehege, wo sie mit der Aufschrift Genitiv bitte nicht erschrecken... Ich hab das schon vor. Ja, kannst du vorlesen, das ist voll peinlich. Soll ich weiterlesen? Ja, bitte lest du weiter. Lassen sich vom Werther erklären, dass es mit der Fortpflanzung der beiden letzten Issets auch in diesem Jahr wieder nicht klappen werde und kommen schließlich vor dem Käfig. Da, mit den Löwen! Ja! Daraufhin stößt der Konjunktiv einen herzerweichenden Klagelaut aus. Der Sohn nickt und sagt vielleicht. Der Sohn fickt und sagt! Ha! Ja. Der Sohn nickt und sagt, vielleicht fühlte er sich tatsächlich wohler. Da hebt der traurige Konjunktiv den Kopf. Das Handy kommt weg! Na. Mich stört das Happy End. Moment, du musst weiter runterscrollen. Kann ich nicht. Ach so. Das ist dann der Lehrer. Der Lehrer hat das angemacht. Ach so. Normalerweise macht Tim das immer. Mhm.
Dankeschön, Jan, bis dahin. Gerne. Bis hierhin. Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit, irgendwie sind wir heute, mussten wir ein bisschen später anfangen. Danke, Tim. Ja, es tut mir leid. Also, um vielleicht nochmal kurz für alle zusammenzufassen, was hat der Text jetzt eigentlich zum Konjunktiv gesagt, außer dass er ein bisschen lustig sein sollte, dass wir den Konjunktiv im Deutschen brauchen, um zum Beispiel einen Wunsch oder eine Möglichkeit auszudrücken. Beispiele wie erleben. Ist das peinlich, dass ich nicht weiß, was der Konjunktiv ist? Das ist sehr peinlich, dass ich das auch nicht weiß. Nutzen wir den sogenannten Konjunktiv 1. Dann gibt es aber auch den Konjunktiv 2. Den brauchen wir vor allem, um Irreales, nur gedanklich Vorgestelltes geht. Also, wir stellen uns vor, es gibt eine Person, die heißt Gisela und die sagt, du bist heute besonders hässlich. Und wer von euch ist wohl gemeint? Ich habe mir hier vorgestellt, dass Gisela eine Person namens Tim meinte. Und dann wird es dann in indirekter Rede heißen, Gisela sagte, Tim sei heute besonders hässlich. Siehst du, er stimmt mir zu. Warum musste es jetzt so ein beleidigendes Beispiel sein? Reiner Zufall. Ach so. Darf ich mal kurz auf Toilette gehen? Jetzt ist gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt, Tim. In 2 Minuten. Okay. Also, Sie sehen in den grünen Beispielen... Hoffentlich machst du dich hier. Diese Stühle waren teuer. Die haben mich 3 Insta-Stories gekostet. Sowohl zwischen Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2 unter Umständen sein kann, dass ich keinen Unterschied höre. Oh Gott, von der Scheiße gibt es auch noch 2. Sie dürfen sich jetzt an den Formen des Konjunktivs mal selber ausprobieren. Dazu haben Sie ja eine Tabelle bekommen. Ich glaube, das ist die hier. Ja. Die Arbeit für unsere beiden Neuen, das funktioniert jetzt gleich so, dass ich virtuelle Gruppenräume hier einrichte. Ich teile sie dann einem Raum zu und mit ein paar anderen Schülern. Und in dem Gruppenraum können sie dann ungestört arbeiten, die gemeinsam besprechen, was sie in die Tabelle reinschreiben würden. Hallo? Hallo. Ja, ist okay. You are now muted. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Doch, wir schaffen die 1, Leute, ich sag's euch. Habt ihr einen Plan von einem Konjunktiv? Also ich hatte das letzte Mal Deutschunterricht, also in meiner letzten Ausbildung gab es das Fach Deutsch nicht. Guck mal, dein Mikro ist aus. Ja, das war... Unser Mikro ist die ganze Zeit aus. Also als ich das letzte Mal Deutschunterricht hatte, schon was her. Ich glaube, da wollte ich noch Tourismuskaufmann werden. Weil in meiner Physio-Ausbildung gab es dieses Fach nicht. Okay, Jan, schreibst du das auf? Warte, also ich habe noch mitgehört bei Indikationen. Nicht Indikationen, Indikativ. Also hat er schon gesagt, was da reinkommt? Also ich hab nicht genau gehört. Also das Indikativ von sie trage die Tasche allein wäre dann, sie trägt die Tasche allein? Sie trägt die Tasche allein, Echt? Ja. Ach so, oh, okay. Was kommt bei Konjunktiv 2 rein? Sie hätte die Vielleicht Tasche getragen. Trüge. Sie trug die Tasche allein. Nein, ich glaub, sie würde die Tasche alleine tragen, oder? Ja, ich bin maximal überfordert, ohne Spaß. Ich kann nichts dafür, unsere Deutschlehrerin hat damals im Schulhof gesoffen. Scheiße, wir haben nichts geschafft. Wir haben 2 Spalten. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie weit sie gekommen sind. Aber ich höre schon, in einer Gruppe habe ich hier auch kurz vorbeigeschaut, so richtig weit nicht. Die Lösung zur Tabelle lade ich Ihnen nachher hoch, dass Sie das nochmal abgleichen können. Also sind wir fertig hiermit, also können wir das wegtun? Das können Sie jetzt wegtun. Ich lege es zur Seite. Oh nein! Den müssen Sie gleich mal loslegen. Ich soll jetzt vortragen, okay, also. Der Konjunktiv, Übung, was hat Gisela gesagt? Ich habe kein Tourette. Ich bin unfreundlich. Das sehe ich anders. Gisela sagte, sie habe kein Tourette, sie ist unfreundlich. Nicht sie habe, sondern nur sie habe. Ach so. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich sei? Genau. Was ist das denn für eine Sprache? Okay. Deine Muttersprache, du Horst. Wer mag das mal versuchen? Du riechst nach Schinken. Was hat Gisela gesagt? Tatsächlich hat es Julia Beautics gesagt. Melde dich mal bei uns. Das muss ich jetzt aus inhaltlichen Gründen doch nochmal an Tim geben. Du weißt nicht mal, wie man Akku schreibt. Wird Akku nicht anders geschrieben? Nein, so wie es da steht. Ich dachte, mit CK.
Gisela sagte, Tim wüsste nicht, wie man Akku schreibt. Würde ich gelten, fast gelten lassen. Du hast mit wüsste jetzt praktisch den Konjunktiv 2 genommen. Eigentlich würde man den nur nehmen, wenn der Konjunktiv 1 nicht geht, weil er gleich klingt. Hier könnte man aber auch den Konjunktiv 1 nehmen. Gisela sagte, Tim wisse nicht mal, wie man Akku schreibe. Oh, Aaron ruft mich gerade an. Da gehe ich jetzt mal nicht dran. Gut gemacht. Nein, nicht dran gehen. Wir sind gerade Aaron, dran. Es ist gerade unpassend. Wir haben Deutschunterricht. Geht ihr gerade oder was will der? Nein, blick auf. Wir sind gerade im Unterricht. Wir sind gerade im Online-Unterricht. Verzeihung, der Tankwart ruft gerade an. Online bitte kein Klassenbucheintrag. Welche eine Krankheit haben tut? Ich habe keine Ahnung. Das sagen die mitten im Leben, Assis aus Sachsen. Kannst du was dazu sagen? Ich habe die Hälfte des Satzes wieder vergessen, wenn ich am Ende angekommen bin. Jan sagte, jeder, dann sind das auch noch mit so Nebensätzen. Ja, der ist echt nicht ganz ohne. Jan sagte, jeder, egal welche Krankheit er habe, kann selber entscheiden, wie er damit umginge und sich in der Öffentlichkeit zeige. Perfekt. Bis auf dieses kann haben sie einfach stehen lassen. Das ist gut oder war es falsch? Das kann müsste man auch noch in den Konjunktiv. Achso, das habe ich überlesen, Verzeihung. Könnte? Er könne. Könne, genau, im Konjunktiv 1. Deutsch ist so viel Arsch. Wie ist das so mit Tourette im Unterricht? Also, wenn jetzt mal realistisch überlegt, fand ich das nicht ernsthaft störend. Hätte mir jetzt nichts ausgemacht. Das freut mich zu hören. Also, an sich noch an der Frisee, also als in der Physio-Ausbildung war, meint die auch, dass sie sich durch mich gar nicht so krass gestört gefühlt hätten. Es wäre erst problematischer geworden, wenn wir auch angefangen hätten, praktisch zu arbeiten. Vor allem im Krankenhaus, in der chirurgischen Abteilung. Ich will Leute aufschnitzen. Ich möchte mich trotzdem nochmal hier an dieser Stelle für meine Verspätung entschuldigen. Ich fand es eigentlich ganz amüsant, aber ich kann mir vorstellen, wenn es bei kleineren, die wo sowas halt nicht kennen, da ist es bestimmt auffällig, aber ich fand es jetzt hier eher sogar witzig, euch mal mitzuerleben. Cool, dass erstmal Dank hat alle auch die von euch das überhaupt im Staff waren. Ne? Ja, vielen lieben Dank, hat uns sehr gefreut und dass ihr auch noch auf uns gewartet habt am Anfang. Ja, das war wieder Timing. Ihr seid, eure Berufsschule ist in Reutlingen, ne? Habe ich gerade da ungesehen. Ah ja, okay. Wo ist das eigentlich? In Baden-Württemberg. Ja. Dafür, dass du von da kommst, sprichst du gar nicht so behindert. Das ist ein Kompliment, oder? Siehst, wie du willst. Was ich mal fragen würde an die Leute, die hier im Unterricht sind, hattet ihr schon mal Erfahrungen, also irgendwie Kontakt zu jemandem, der Tourette hat? An sich hatte noch keine. Okay, aber es war für dich jetzt nicht so, dass du erstmal irgendwie gedacht hast, boah, wie gehe ich jetzt damit um oder so? Nö, eher ein bisschen Aufregung, weil ihr schon ein bisschen bekannter seid, aber... Ein bisschen? Wie bitte? Also ich nehme viel aus diesem Unterricht mit und du? Ich auch. Also, ja, wie gesagt, mein letzter Deutschunterricht liegt ein paar Jahre zurück schon, aber ich wusste gerade noch nicht, was ein Konjunktiv ist. Also ganz schlimm wäre es nur geworden, wenn wir jetzt Matheunterricht gemacht hätten. Da wäre ich ja komplett raus. Aber Englisch könnt ihr auch mal machen. Ja, Englisch hätte ich sogar Lust drauf. Nach meinem Schulabschluss habe ich freiwillig an einer Schule noch weiter Englisch gelernt. Ich glaube, das ist wirklich für die Schüler und für mich wahrscheinlich auch die größere Aufregung jetzt war, dass die Promis kommen. Ach Quatsch. Also uns würde ich jetzt nicht als Promis bezeichnen. Wir sind nur zwei Idioten vor einem Computer. Ein Idiot und ein hochintelligenter Junge. Hochintelligenter Idiot. Leute, falls ihr sowas nochmal sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich denke, sowas ist auf jeden Fall, habt ihr ja gerade gehört, nochmal möglich, ne? Genau, wenn es Corona wieder zulässt. Sehr gerne auch wirklich mal live vor Ort in der Schule in Reutlingen. So Leute, ich würde sagen, das war's auch wieder mit dem Video. Danke an die Klasse und danke an unseren tollen Lehrer und an die Theodor-Reuss-Schule, dass es geklappt hat. In Reutlingen. Genau. Macht's gut, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Schreibt eure Kommentare. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt, nochmal was mit Unterricht zu sehen, dann schreibt's gerne rein. Jetzt hör auf zu reden, sonst male ich dich an. Dann können wir das safe nochmal realisieren.